So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal wieder um den Bereich Informatik. Und zwar wollen wir eine kleine Datenbank realisieren. Diese Datenbank soll einfach nur den Vornamen einer Person entgegennehmen, den Nachnamen, das kürze ich mal ab, und den Jahrgang. Ne? Jahrgang wollen wir auch noch entsprechend erfassen. So. Diese drei Daten einer Person, die sollen dann in eine CSV-Datei gespeichert werden. Da werde ich gleich noch darauf kommen. Das Programm soll die Möglichkeit haben, dass wir diese Datei hier dann auch öffnen können, dass wir die dann zum Beispiel in einem Fenster, wir werden das Ganze mit GUI-Programmierung machen, dass in einem Fenster dann der Inhalt hier sauber dargestellt wird, zum Beispiel Vorname, Nachname, Jahrgang. Zuzüglich soll die Datenbank darüber eine Suchfunktion verfügen, sodass wir zum Beispiel nach einem Vornamen suchen können und bekommen dann hier den ganzen Datensatz hier Vorname, Nachname und Jahrgang ausgegeben in einer Zeile als Beispiel. Ne? So was ganz Simples, das habe ich mir folgendermaßen vorgestellt, habe das hier schon mal vorbereitet. Das heißt also, es wird dann ein Fensterchen hier aufgeben. Ne? Hier kann ich jetzt Vorname, Nachname, Jahrgang eingeben. Hier wird später die Datei angezeigt. Hier haben wir Öffnen, Speichern und hier eine Suchfunktion. Zum Beispiel, ich gebe Namen ein. Ne? Das Ganze wird dann später in diese Datei hier, CSV, mit der Erweiterung CSV, die kann natürlich auch anders heißen, die kann genauso gut auch Daten heißen oder sonst irgendwie. Da wird das Ganze später reingespeichert. Wir machen mal einen Test, zum Beispiel ich gebe ein Christian Bender, Jahrgang 1989, speichern. So, hier dieses Fenster kann man im Übrigen verwenden, um zum Beispiel Fehlermeldungen oder sowas auszugeben. Da bietet sich das an. Dieser Name, diese Daten werden jetzt gespeichert, da kann ich das Ganze noch mal so machen, dass ich sage Peter Rieber zum Beispiel, Jahrgang 1970 als Beispiel, gehen wir wieder auf Speichern, okay. Oder zum Beispiel Hans Georg Schnösel als Beispiel, 1975, so, Speichern, ne? So, jetzt haben wir hier drei Personen im Prinzip gespeichert. Die sind jetzt, wie gesagt, in dieser Datei enthalten. Na, die Datei, die hat jetzt 42 Byte, das tut hier nichts zur Sache. Jetzt möchte ich aber diese Datei öffnen. Und das schön in dieser Formatierung Vorname, Nachname, Jahrgang. Gehen wir hier auf Öffnen. Dann bekommen wir hier die Daten angegeben. Und einer fehlt auch noch. Gerade nochmal schauen, gehe ich nochmal speichern, öffnen. Nein, der hier wurde nicht gespeichert. Mal gerade schauen, was hier passiert ist jetzt da. Ich weiß, wo der Fehler gelegen hat. Ich habe hier ein Ö verwendet. Das hätte ich müssen anders schreiben müssen, nämlich so, Schnösel. Ja, mit OE. Machen wir das Ganze nochmal weg. Ich gehe nochmal auf Speichern. Diesmal hat es gespeichert. Dann gehen wir auf Öffnen und jetzt bekommen wir alle drei Personen hier angezeigt. Ne? Problem ist halt hier, ich kann hier kein Ö oder Ü oder E verwenden. Das mag er nicht. Jetzt haben wir hier die drei Daten und jetzt kann es zum Beispiel möglich sein, dass ich die Datei, ich mache das hier nochmal weg, dass ich die Datei beispielsweise nach einer bestimmten Person durchsuchen möchte. Ne? Zum Beispiel nach dem Peter zum Beispiel. Ne? Da gebe ich hier unten Peter ein, hier auf Suchen. Dann bekomme ich hier automatisch einen Datensatz ausgegeben, zum Beispiel Peter Rieber 1970. Ne? So, das lassen wir mal so, mehr Arbeit machen wir uns nicht, dass es gerade in dieser Form ja ausgeben wird. Ne? So habe ich mir das Ganze eigentlich vorgestellt. Ne?
Das Ganze werden wir in Python realisieren. Wir gehen direkt ans Eingemachte. Ich mache das hier wieder weg. Das war's schon. Ich verwende dazu den PyScripter. Zu dem Programm werde ich auch noch was machen. Das ist ein nützliches Programm. Es vereint Editor und Idle miteinander. Sowie wir haben hier auch einen Code Explorer, wo wir dann auch unsere Klassen, Funktionen, Variablen, alles hier aufgelistet bekommen. Wir haben einen guten Debugger und so weiter. Das Programm unterstützt einen beim Programmieren. Wir bekommen Fehler direkt angezeigt. Also das ist schon eine sehr brauchbare Sache. Das Einzige, was es nicht unterstützt, es hat keinen Assistenten für die GUI-Programmieren, wo ich mir alles schön zusammenklicken kann. Und ich kann leider auch keine Excel-Dateien damit erstellen. Aber gut, fangen wir mal an. Als erstes brauche ich das Modul tkinter. Na? So, da soll ich, damit brauche ich alles. Dann brauche ich eine Funktion, die nennen wir main. Wir machen das Ganze mal elegant. So, hier unten rufen wir die main-Funktion wieder auf, damit unser Programm hier oben auch ausgeführt wird. So, und dann geht es hier auch los. Als erstes müssen wir natürlich ein Fensterchen erzeugen. Ne? Das Fenster ist gleich tk. So, wir brauchen die Größe des Fensters. Die machen wir mal mit 500 mal 600. Da müssen wir dann schauen, wie es aussieht. Das können wir gerade mal machen. So, ich habe die Hälfte vergessen. Hier unten brauchen wir noch die Funktion mainloop. Ansonsten geht das Ganze natürlich nicht. So, das wird dann also später unser Fenster sein. Das sieht schon mal gut aus. Wir können dem Ganzen natürlich noch einen Titel geben, wenn wir wollen. Zum Beispiel Fenster.titel. Zum Beispiel Datenbank. Ganz billig. So, das wäre das. Als nächstes benötigen wir drei Eingabemöglichkeiten. Vorname, Nachname, Jahrgang. Das Ganze soll natürlich auch entsprechend beschriftet sein. Mache ich ganz einfach hier Schrift 1 ist gleich Label. Das Ganze soll aus Fensterchen gebaut werden. Text ist gleich beispielsweise Vorname. Das Ganze packen wir auch direkt. Schrift 1.pack. So. Ich verwende hier den integrierten Designer Manager, der für die Darstellung der Objekte verantwortlich ist. Da erspare ich mir viel, viel Arbeit. Und das, und so wie er es darstellt, das gefällt mir auch in der Hinsicht, das kann man da machen. So, hoppla. Schrift 1. Jetzt haben wir da stehen Vorname. Jetzt brauchen wir noch eine Eingabemöglichkeit. Die nennen wir auch Vorname. Ist gleich Entry. Das Ganze soll wieder aus Fensterchen gebastelt werden. Das war's schon. Mehr brauche ich da nicht. Na. Und dann soll das Ganze natürlich auch noch dargestellt werden. Wenn sie packt, nicht aufrufen, wird das Steuerelement nicht angezeigt. Dann brauchen wir noch, das kommt als nächstes, das kommt hier hin, Schrift 2 ist gleich Label, Fenster und Text ist gleich Nachname. So, das müssen wir dann auch wieder packen. Und pack. Da brauchen wir unten Nachname, so nennen wir das Ganze, hoppla. Auf die Einrückung achten. Nachname ist gleich Entry Fenster. So. Hier neben sehen Sie im Übrigen alles, was wir importiert haben. Zum Beispiel tkinter. Wir sehen hier unsere Funktionen. No? Das ist das Gute daran. Also, es unterstützt mich auch beim Programmieren. Sie sehen das ja hier, dass ich immer irgendwelche Informationen angezeigt bekomme. Da kann ich mal dann alles zurechtklicken, wenn ich das möchte. So, Nachname.pack. Und wenn ich mich irgendwo verschrieben habe, dann unterstreicht er mir das rot. Oder wenn ich hier einen Zahlen, so eine Einrückung vergessen habe, unterstreicht er mir das dann auch. So, als nächstes brauchen wir noch eine Schrift 3. Label, wieder aufs Fenster. Text ist gleich, ist gleich Jahrgang. So, und Schrift 3.pack. Anschließend Jahrgang, so, ist gleich Label.
zu sehen, das unterstreicht er dann immer rot, weil er damit jetzt noch nichts anfangen kann. Jetzt kommt's erst. Das soll dann aus Fensterchen gebastelt. Ne, Quatsch, nicht Label. Nicht Label. Entschuldigung, nicht Label. Sondern Entry. So, diese Klammer hier brauche ich nicht. Da haben wir es eben auch unterstrichen. Fenster. So, das war's hier schon. Und das ganze Jahrgang. Na, war das schon ergänzt? Punkt Pack. So, das Ganze führen wir jetzt mal aus, um zu sehen, wie das Ganze aussieht. Ne? Das Ganze hat dann diese Form hier, Datenbank, Vorname, Nachname, Jahrgang. So, als nächstes benötigen wir ein großes Textfeld, wie Sie es gesehen haben, wo dann die Datei später drin ausgegeben werden soll oder zum Beispiel Suchergebnisse dargestellt werden sollen. Das machen wir dann folgendermaßen. Das nennen wir ganz einfach Ausgabe. Ist gleich Großtext. Soll aus Fensterchen gebastelt werden. Soll die Abmaße, machen wir mal 20. Und hoppla, hiked ist gleich 30. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ausgabe.pack, das kann ich ja dann nachträglich nochmal verändern. Wir führen das Ganze mal aus. Na, das sieht nicht so schön aus. Das sieht nicht so gut aus. Da machen wir was anders. Da mache ich das auf 20. Müssen wir nochmal schauen, wie es aussieht. Das ist auch nichts. Da machen wir hier mal 30 draus. Nein, nicht 300, sondern 30. So. Na. Und hier mache ich auch 30. Das war jetzt etwas zu übertrieben. Ja, das ist immer das, der Nachteil hat. Man muss hier immer so ein bisschen rumexperimentieren, wie man es gerne hätte. Ja, okay, so könnte man es lassen. Oh, hier, das gefällt mir aber nicht. Dann machen wir einen ganz einfachen Trick. Da baue ich mir einen Abstand hinein. Dann nenne ich einfach Abstand. Hoppla, Abstand 1 ist gleich Label. Na, ohne Text, ohne alles, beziehungsweise stopp, wir müssen noch angeben, was aufs Fenster montiert werden soll. Und dann Abstand 1.pack. Und auf die Art und Weise haben wir dann hier so einen sauberen Abstand, hier wird dann später unsere Datei angezeigt. Da hätten wir das schon mal geschafft. Das Gröbste hätten wir jetzt schon mal. So, und jetzt geht es im Prinzip schon ans Eingemachte. Als erstes möchte ich jetzt eine Funktion zum Speichern von Daten einrichten. So, damit wir auch wieder einrücken, den nenne ich einfach Speichern. Ja. Ganz billig Speichern. Jetzt sehen Sie hier auch schon direkt in unserem Projekt Explorer hier, dass wir hier schon jetzt eine weitere Funktion haben, die gehört zur Funktion Main. So, die Funktion Speichern. Was soll die können? Als erstes einmal brauchen wir eine Abfangeinheit, da wir jetzt eine Datei öffnen müssen. Datei ist gleich open. Wir nennen unsere Datei CSV, das ist gerade die, wo ich am Anfang genommen habe, csv.csv. So, und hier mache ich den Schreib- und Lesemodus A. Das ist jetzt im Prinzip der Schreibmodus, besser gesagt. Deshalb, damit ich auch, wenn die Datei schon besteht, nachträglich noch was eintragen kann. Wenn Sie nämlich hier einfach W hineinsetzen für Fright, dann wird die Datei bei jedem Schreibvorgang immer wieder überschrieben und Daten, die Sie vorher geschrieben haben, werden gelöscht. Na, und es soll ja eine Datenbank sein, die nachträglich Daten speichert, also nehmen wir hier A. So, hier Exceptions, und zwar soll er einfach nur ausgeben, Fehler beim Lesen, sowas hier. So. Na, das heißt also, falls hier ein Fehler auftritt, die Datei kann nicht geöffnet werden, beziehungsweise wird nicht gefunden, etc., soll er das entsprechend ausgeben. Das wird in dem kleinen Konsolenfenster ausgeben, wo Sie eben gesehen haben. Als nächstes brauchen wir ganz einfach Folgendes. Na? Und zwar schreibe ich dann einfach hin, Datei.write. Klammer auf, wichtig ist jetzt, hier muss alles in Stringform angegeben werden. Das heißt also, wenn Sie hier Zahlen speichern wollen, dann müssen Sie die vorher umwandeln in String.
Wir lesen ja hier Jahrgang ein. Das kann ich direkt hier einlesen, weil hier die Zahl, zum Beispiel mein Geburtsdatum 1989, wird automatisch als String wiedergegeben, also brauchen wir das nicht umzuwandeln. So, da brauche ich jetzt einfach hier nur hinzuschreiben, okay, als erstes der Vorname. Das ist dann also Vorname. Sehen Sie, hier bekomme ich schon meine Unterstützung, da kann ich draufklicken, wenn ich möchte. So, Punkt Get. Plus, und jetzt kommt's, hier ein Semikol. Da muss immer ein Semikol dazwischen sein bei einer CSV-Datei. Denn diese Semikol dient hier als Trennzeichen. Vorteil, diese CSV-Datei kann auch später von einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden. Wenn nachher noch genug Zeit ist, werde ich Ihnen das auch zeigen. So, dann geht's weiter. Plus, als nächstes soll hier der Nachname kommen. Nachname, wir können hier draufklicken, klick, klick, und dann wird es schon ersetzt. Punkt Get. So, als nächstes wieder ein Semikol als Trennzeichen. Dann kommt hier als nächstes der Jahrgang. Ja, hoppla, da hat er schon ersetzt, wunderbar. Und Get. So, das war's im Prinzip. Ja. Als nächstes, damit er sauber ausgegeben wird, beziehungsweise sauber in die Datei geschrieben wird, und nicht alles aneinander gehängt wird, machen wir hier noch Datei.write. So, und hier kommt jetzt ganz einfach noch dieser Zeilenumbruch, also ein Querstrich und N für einen Zeilenumbruch. Und dann hätten wir das hier schon. Und als nächstes kommt hier noch Datei.close, damit also dieser Datenstrom geschlossen wird. Auch ganz wichtig. Das war's schon. Ja, mehr ist es nicht. Das können wir auch mal gerade probetesten. Dafür mache ich hier die Datei nochmal auf. Diese Daten hier lösche ich. So, speichern. Die Datei lösche ich. So. Na, 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 na. So. Klick. So. Und das hier rufen wir auf. So. Ha, ha, ha. Die Hälfte vergessen. Wir brauchen natürlich noch einen Button. Den habe ich ganz vergessen. Wir brauchen einen Knopf. Den Knopf nenne ich ganz einfach speichern. Nein, speichern kann ich ihn nicht nennen. Ich nenne ihn einfach Knopf 1. Knopf 1 ist gleich Button. Soll aufs Fenster gebastelt werden. Text soll speichern stehen. Speichern. Und als Command, hoppla, Command soll ausgeführt werden. Speichern. So, das ist das. Ja. So, und der Knopf soll natürlich anschließend auch. Der soll natürlich anschließend auch angezeigt werden. So, das brauchen wir natürlich, um diese Funktion überhaupt aufrufen zu können. Ne? Sonst hätte ich hier jetzt eine Funktion gehabt und hätte die Funktion gar nicht benutzen können. So, hier könnte man auch nur so einen Abstand einbauen, aber das können wir noch nachträglich machen. Mache ich mal einen Test. Ich baue hier Christian hinein. Ich schreibe hier Bender hinein. Ich heiße immer noch Bender. 1989. Dann gehe ich hier auf Speichern. Gut, es wurden schon mal keine Fehlermeldungen ausgegeben. Das ist schon mal sehr schön. So, ich habe das Programm wieder geschlossen. Und jetzt müsste in dieser Datei hier. Da müsste jetzt. Ja, und es hat funktioniert. Wir haben es schon mal hineingeschrieben. Okay. So, aber. Sie sehen ja selbst ein bisschen umständlich. Ich muss immer auf die Datei hier zugreifen und muss hineinschauen. Jetzt wollen wir als nächstes eine Möglichkeit machen, um auch unser schönes großes Textfeld zu nutzen. Nämlich, ich möchte die Datei einlesen können. Da brauchen wir eine Funktion, die baue ich mir ebenfalls zusammen. Die nennen wir einfach lesen. Ganz billig und einfach. Auch hier wieder die Abfangmethode. Generell, wenn ich Daten öffne, sollte man immer so eine Abfangmethode einbauen, falls die Datei nicht geöffnet werden konnte, dass dann eine Fehlermeldung ausgehen wird, zum Beispiel, der Benutzer darauf hingewiesen wird. Noch über den Fehler etwas genauer, das war jetzt hier ein bisschen schlampig, etwas genauer informiert wird. Und damit das Programm später nicht einfach abstürzt, ne, und der Benutzer es einfach wieder neu starten muss und vielleicht irgendwelche Eingaben erneuern muss. Also, wir machen hier auch wieder Datei ist gleich Open. Das können wir ruhig wiederverwenden, weil das sind ja zwei getrennte Funktionen, somit hier lokale Variablen, die also hier dazwischen nicht mehr geltend sind. Wie gesagt, die Datei ist csv.csv. Wie gesagt, Sie können diese auch anders nennen. Zum Lesen müssen wir natürlich hier R hineinsetzen. Also nicht mehr A, sondern R für Read.
Als nächstes brauche ich den Abfang, die Exceptions. Hier könnte man zum Beispiel IO-Error hineinschreiben, könnte dann noch mit AS den genauen Fehlergrund ausgeben lassen, den man hier auch noch übermitteln können, aber das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Das machen wir ganz billig einfach so, dass ich dann einfach jetzt sage, Fehler beim Lesen. Natürlich, wenn Sie hier eine Software schreiben, die Sie mal später vermarkten wollen, austeilen wollen und so weiter, dann sollten Sie natürlich genauere Daten angeben. So, die Datei soll jetzt gelesen werden. Sehr schön, ne? Das machen wir dann ganz einfach, indem wir eine Schleife basteln. For x in Datei.readLines. Klick, klick. So, der Vorteil ist, die Methode readLines liest jetzt die einzelnen Zeilen, wo die verschiedenen Informationen drin stehen, als String ein, übergibt das Ganze hier an x. So. Ich kann jetzt hingehen, jetzt sind ja diese Zeilen, das habe ich ja eben erklärt, das sind die einzelnen Daten, Vorname, Nachname, Jahrgang, über einen Semikol getrennt. Das müssen wir jetzt splitten. So, das heißt, ich kann dann hier einfach sagen, okay, S beispielsweise ist gleich x.split, kann hier, weil es ein String ist, kann ich die Methode split aufrufen, hier kann ich das Trennzeichen angeben, ein Semikol. So, was habe ich jetzt gemacht? Das heißt, ich habe dann hier immer bei jeder Zeile, die ja eingelesen wird, habe ich hier ganz einfach nichts anderes als eine Liste. Ne? Ich nenne es Liste. Liste. So, dann habe ich hier eine Liste und in dieser Liste stehen dann die einzelnen Wörter. Also meinen Vorname, den ich eingeben habe, den Nachnamen und den Jahrgang. So. Und die muss ich dann natürlich hier auslesen. Ne? Die muss ich auslesen und dann entsprechend ausgeben. So, das heißt also, sobald das hier geschafft ist, brauche ich wieder eine Schleife. For i, hoppla, in range. So, und jetzt wird es interessant. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum ich das so mache. Bis diese Schleife soll jetzt zählen bis zur Länge der Liste. Warum? Nun, aus folgendem Grund. Die Liste in unserem Fall wird immer drei Elemente tragen, nämlich Vorname, Nachname, Jahrgang. So. Und ich mache jetzt folgendes. Das muss ich jetzt hier in meinen Quetschen irgendwie, beziehungsweise dazwischen. Ich lege jetzt hier selbst eine Liste an, die nenne ich Bezeichner. So, da schreibe ich jetzt zum Beispiel einen Vorname. So, dann hier Nachname und dann hier jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, hier muss ich einen Abstand dazwischen machen. So, und hier Jahrgang. Ja, na toll. Jahrgang. So. Zick, zick, zick. So. Also nochmal, ich erhalte hier eine Liste mit drei Elementen. Vorname, Nachname, Jahrgang. Ähnlich wie hier oben diese. So, weil ich muss jetzt hier die entsprechende Bezeichnung finden. Zum Beispiel, ich will jetzt auf die einzelnen Elemente dieser Liste zugreifen. Nur, der muss mir ja später ausgeben können, okay, das ist jetzt der Vorname, das ist der Nachname, das ist der Jahrgang. Ne? Und das kann ich jetzt einfach machen, indem ich jetzt hier einfach sage, okay, jetzt muss ich auf unser Ausgabe-Element hier zugreifen. Wo war es denn? Ausgabe. Hier, das Textfeld. Das mache ich jetzt über die Methode Insert. Da bekommen wir hier ein End hinein. Und hier kommt jetzt ein String. Achtung, alles was hier kommt, muss ein String sein. So, dann kann ich hier sagen, okay. Und dann schreibe ich hier die Methode Eval hinein. Da werde ich auch noch ein spezielles Video darüber machen, das ist besser. Eval macht folgendes. Eval bekommt einen String übergeben. Der Vorteil ist, dieser String kann zum Beispiel eine solche Liste sein. Bezeichner, die dann zusätzlich mit einem Index ausgestattet ist, also hier i. So. Und Eval macht jetzt nichts anderes, als dann einfach diesen Wert hier wieder zurückzuliefern. Na? Als String. So. Und auf die Art und Weise habe ich dann hier auch meine Beschriftung entsprechend. Als nächstes, na,
Als nächstes folgt dann hier, das muss ich dann über ein Plus machen, nicht über ein Komma. Wenn Sie hier ein Komma setzen, bekommen Sie hier eine Fehlermeldung angezeigt, weil diese Methode hier Insert nur für zwei Parameter gedacht ist. Verknüpfen Sie das mit einem Plus, bekommen Sie einfach einen großen String. Das ist möglich. So, Plus, und jetzt benötigen wir haben hier die Liste mit unseren Vornamen, Nachnamen, Jahrgang. Da brauche ich jetzt im Prinzip nur noch hinzugehen und brauche dann hier braucht dann hier einfach nur hinzumachen Liste, und die Liste bekommt ein I. So, das müsste reichen. Na? So. Das müsste eigentlich gehen, beziehungsweise hier machen wir noch einen Zahlenumbruch, den bauen wir auch noch dazu, dass das Ganze nächste Zeile dann geschrieben wird. So. Und als nächstes muss ich gerade mal schauen, brauchen wir hier noch müssen wir hier noch den Datenstrom schließen. Jetzt brauche ich hier natürlich wieder einen Button. Nun habe ich dann ganz einfach Knopf 2. Na toll, Knopf 2 ist gleich Button. Klasse Fenster Text ist gleich öffnen, oder wenn wir uns ganz einfach lesen. So, dann macht er mal auch keine Probleme. Command ist gleich lesen. So. Beziehungsweise habe ich das klein geschrieben. Das habe ich klein geschrieben. So. Lesen, okay. Und damit das Knöpfchen angezeigt wird, Knopf 2, müssen wir die Methode Pack aufrufen. So, wenn jetzt alles funktioniert und ich mich nicht irgendwo verschrieben habe, müsste eigentlich die Datei jetzt auch lesen können. Und es funktioniert. So, gut. Halt. Jetzt machen wir ganz einfach Folgendes. Und zwar, das mache ich dann weg. Jetzt schreiben wir hier einen neuen Namen dazu. Also zum Beispiel Peter. Uiuiui, Siebert. Andere Namen fallen mir nicht so ein. 1960. So. Ich gehe wieder auf Speichern und dann gehe ich auf Lesen. Wunderbar funktioniert. Ne? Wir bekommen das hier schon mal angezeigt. Das geht. Ne? So. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben jetzt einmal für unsere Datenbank eine Möglichkeit zum Speichern von Personendaten, also im Prinzip Name, Vorname, also Vorname, Nachname und den Jahrgang. Wir hatten eine Funktion zum Lesen und Ausgeben, und jetzt brauchen wir noch eine Funktion zum Suchen. Ne? Eine Funktion zum Suchen benötigen wir jetzt. Hier bekommen wir das Ganze nochmal angezeigt. Ne? Ich werde noch genau auf dieses Programm eingehen. Das mache ich hier hin oder doch lieber hier unten hin. So, Dev. Suchen nenne ich das Ganze einfach. Suchen. Auch hier wieder die Abfangbedingungen. Ne? Falls die Datei nicht geöffnet werden konnte, das soll man standardmäßig so machen, ist besser, kann einem selbst auch sehr nützlich sein, falls es zu irgendwelchen Problemen kommt, weiß man selbst, aha, hier und hier muss das Problem liegen. So. Die Funktion suchen, was soll die machen? Die Funktion suchen muss die Datei natürlich öffnen zum Lesen. Ja, sie soll natürlich nichts schreiben. Also müssen wir hier den Schreibmodus Read hineinsetzen. Und hier brauche ich Exceptions. So. Gut. Hier wieder Print Fehler beim Lesen, ne, oder Öffnen beim Lesen. So. Okay. Da haben wir das. So. Wie soll es jetzt weitergehen? Als nächstes brauchen wir eine Schleife. Diese Schleife soll Folgendes machen. Sie soll vor x in, wir geben wieder hier Datei.redlines ein. So, die soll jetzt wieder die einzelnen Zahlen einlesen als String hier hinein. So. Da brauchen wir nichts mehr großartig zu konvertieren. Dann brauche ich Folgendes. Ja, was ich jetzt hier brauche, ist Folgendes. Ja, ich muss nämlich jetzt hier vorher, fällt mir gerade noch ein, wir brauchen nämlich jetzt noch eine zuzügliche Eingabemöglichkeit. Habe ich ganz vergessen. Nee, nicht einfach hier. Wir brauchen hier wieder eine Schrift 4. Schrift 4 ist gleich Label. Such, toll. Fenster, und hier brauche ich den Text ist gleich suchen.
So, das Ganze soll dann hier dargestellt werden. Dann brauchen wir den, das nennen wir einfach bla, suchen. Moment. Suchbegriff, okay, Suchbegriff ist gleich Entry. Das soll wieder aus Fensterchen gebastelt werden. Und Suchbegriff.pack. So, das brauche ich nämlich hier, ne? Weil jetzt bin ich nämlich auf den Suchbegriff angewiesen. Das ist das. So. Und wie gesagt, wir haben dann die Schleife, geht dann wieder die Datei zahlenweise durch. Hier haben wir dann den String mit jeder Zeile. Und diesen müssen wir jetzt durchsuchen. Ne? Das heißt, ich schreibe hier einfach P. Dieses P steht für Position. Und dann mache ich hier Folgendes. Ich kann bei einem String gar nicht die Funktion find aufrufen. Hier muss jetzt ein Suchbegriff eingegeben werden. Das kann ich dann ganz einfach machen. Suchbegriff. Dann klicke ich einfach hier drauf. Punkt get. So. Dann wird er eingelesen von der Eingabe hier. Jetzt ist es so, wenn die Funktion hier nichts gefunden hat, na, dann liefert sie minus 1 zurück. Das heißt, ich brauche hier noch eine entsprechende Anweisung. Und zwar muss ich sagen, okay, wenn p ungleich minus 1 ist, erst wenn das der Fall ist. Weil wenn nämlich p minus 1 wäre, würde bedeuten, dass die Funktion find in diesem String nicht den angegebenen Suchbegriff gefunden hat. Das kann ja durchaus vorkommen. Na? Und wenn irgendeine andere Position geliefert werden soll, soll nochmal eine Vorschleife durchlaufen. Mit i in range. So, die soll dann von p bis lane x soll die suchen. Soll die durchlaufen. So. So, und hier brauche ich dann einfach nichts anderes zu machen als Ausgabe.insert. Hier kommt wieder end hinein, hier kommt ein String hinein, also ganz einfach dann x. Stopp, jetzt muss ich aufpassen, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Nein, stopp, hier muss ich was anderes basteln. Der macht das nämlich, der gibt das jetzt buchstabenweise eigentlich zurück, ne? Der würde das normalerweise buchstabenweise zurückgeben, ne? So, und damit ich da nicht einfach eine Reihe nach unten in Buchstabenform habe, mache ich hier Folgendes. Ich schreibe hier einfach Text ist gleich, oder plus gleich x, i. Ja? Text plus gleich x, i, also die einzelnen Buchstaben werden dazu addiert. Wir können ja in Python einfach Strings addieren. Und als zum Schluss soll er mir dann, wenn das Ganze hier abgelaufen ist, dann soll er mir ganz einfach Ausgabe.insert und dann hier einfach den Text zurückgeben. Das war's. So, war es noch nicht. Entschuldigung, hier müssen wir natürlich auch wieder Datei close, den Datenstrom wieder beenden. So, mir fällt gerade ein Button zum Suchen habe ich auch noch nicht. Knopf 3 ist gleich Button, Fenster, Text ist gleich Suchen, na, und Command ist gleich Suchen. So, und dann brauche ich hier noch Knopf 3, Punkt Pack. So, also schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeführt wird. Mal schauen, wenn ich mich jetzt nirgendwo verschrieben habe. Oh ja, na gut. Gut, da könnte man dann, wie ich es eben gezeigt habe, mit so einem Label dazwischen, könnte man hier auch weitere Abstände einbasteln, um das Ganze ein bisschen sauberer zu machen. Wir lassen es jetzt mal so. Erst einmal öffnen wir das Ganze. So, ich schreibe vielleicht noch etwas dazu. Zum Beispiel Ali Abdullah. Ein Beispiel 1975. Speichern wir ebenfalls noch. So, nochmal wegmachen. Lesen. Na, Ali Abdullah. So. Und jetzt möchte ich zum Beispiel nach einer gewissen Person suchen. Na, zum Beispiel sagen wir mal, ich suche nach dem Peter. So. Ich suche nach dem Peter. Ich gebe jetzt hier Peter ein. Dann gehe ich hier auf Suchen. Und da bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt. Einwandfrei. Wo ist das jetzt hier? Oh.
Da habe ich hier Texte. Ach so. Hier muss ich ein bisschen tricksen. Da muss ich, hier habe ich eine Variable Text plus gleich geschrieben. Die Variable kennt er nicht. Die muss ich mir erst bekannt machen. Das mache ich, indem ich hier einfach die Variable festlege mit einem Leerzeichen im Prinzip, mit nichts im Prinzip. Das Programm hier muss ich wieder beenden. So. Ich führe das Programm nochmal aus. Wir lesen nochmal die Datei ein. Das sind die Daten. Ich gebe jetzt hier Peter ein. Ich möchte die Daten von Peter haben. Suchen. So. Und dann haben wir hier auch schon das Ergebnis. Nämlich Peter Siebert 1960. Oder ich gebe jetzt hier ein Christian. Ne? Gehe ich hier auf Suchen. Ne? Und da bekomme ich hier die Daten ausgegeben. Christian Bender 1989. So. Das könnte man natürlich auch wieder entsprechend formatieren, dass das dann schön sauber hier mit Vorname, Nachname, Jahrgang ist. Wir lassen es jetzt mal so. So kann man also im Prinzip ganz einfach so eine Datenbank realisieren. Man könnte jetzt hier natürlich noch einen Beenden-Button hinmachen. Ne? Das sind aber so Schönheiten, die man machen kann. So, zu der CSV-Datei, das möchte ich auch jetzt noch kurz zeigen. Ich hoffe, es klappt alles. Die kann ich mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, zum Beispiel OpenOffice Calc, kann ich die öffnen. Ne? Sage ich einfach OK. Und dann wird das Ganze hier entsprechend dargestellt. Na, also hier in jeder Zeile, in jeder Zelle, hier zum Beispiel die Vornamen, hier die Nachnamen, hier die Jahrgänge. Na. Das Semikol bei der CSV-Datei, wie gesagt, das dient als Trennzeichen. Das erkennen auch die Tabellenkalkulationsprogramme, auch Excel oder hier Tabellenkalkulationsprogramm von OpenOffice Calc. Na. Das sind dann so die Möglichkeiten, die wir haben, um das Ganze hier zu realisieren. So viel also erst einmal dazu. Na. So kann man also einfach so eine kleine Datenbank realisieren. Ne? Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Und wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, ist auch kein Problem, da können Sie sich gerne über Facebook oder über Twitter bei mir melden. Die entsprechenden Seiten finden Sie in der Videobeschreibung, aber auch nochmal im Kommentarfeld. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen, würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen Dank.